Eisenbahnlärm gehört genauso zum Mittelrheintal wie der Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Circa 400 Züge fahren hier täglich durch die idyllische Landschaft. Aber auch durch Städte und Gemeinden. Tag und Nacht. Teilweise direkt neben den Wohnhäusern. Das ist eine extreme Beeinträchtigung der Gesundheit. Also Lärm macht krank, wenn er in so starker Form vorhanden ist wie hier. Aber es ist auch eine extreme Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens. Und von daher gesehen kann man nur sagen, man muss echt Mitleid haben mit den Menschen, die hier direkt neben der Bahntrasse leben. Bahnlärm beeinflusst nicht nur das Leben im Mittelrheintal, auch die letzte Ruhe wird gestört. Wenn Urs Michalke jemanden beerdigt, muss der evangelische Pfarrer auf den Zugfahrplan achten. Wir versuchen, die Nutzung der Trauerhalle mittlerweile zu vermeiden und die Trauerfeier in der Kirche stattfinden zu lassen. Wenn aber doch eine Trauerfeier in der Trauerhalle stattfindet, muss ich, die sich direkt neben der Bahnlinie befindet, muss ich mitunter ein Gebet oder einen Text oder eine Ansprache mehrfach unterbrechen, weil ein Zug vorbeirauscht. Das Mittelrheintal kommt nicht zur Ruhe. Tagsüber fahren Personenzüge, nachts meistens Güterzüge. Ein Nachtfahrverbot, ähnlich wie das Nachtflugverbot vom Frankfurter Flughafen, hat kaum Chancen auf Erfolg. Die Strecke Rotterdam-Genua ist die tragende Güterverkehrstrasse in Europa. Es gibt aber auch andere Mittel gegen den Lärm. Es wäre längst möglich, die Güterwagen auf entsprechende sogenannte Flüsterbremsen und Achsen umzurüsten. Es war bisher den Betreibern zu teuer, aber es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes höchste Eisenbahn, dass das kommt und dass die Bestände entsprechend umgerüstet werden. Und ich würde sehr hoffen, das war noch ein leiser Zug. Ich würde sehr hoffen, dass es eine entsprechende Entschließung auch gibt. Die Technik ist da, der Wille auch. Das Umbauen der Züge kostet aber Zeit und vor allem Geld. Die Deutsche Bahn ist in Sachen Lärmschutz im Mittelrheintal aber nicht untätig. Da geht es zum einen um Maßnahmen, die man direkt an den Schienen macht, beispielsweise Wände baut oder Schienensteigdämpfer einbaut, die den Lärm reduzieren. Der wesentliche Punkt wird aber sein, dass wir in den nächsten Jahren die Güterwagen umrüsten. Das heißt, wir werden die Güterwagen umrüsten auf eine leise Bremssohle. Das verhindert, dass das Rad aufraut und damit das Rollgeräusch laut wird. Und wenn wir das hingebracht haben in den nächsten 10 Jahren, werden wir den Lärm ungefähr um die Hälfte reduziert haben im Mittelrheintal. Maßnahmen, die dringend gebraucht werden. 2016 wird der Gotthard-Basistunnel in den Alpen fertiggestellt. Der dann längste Eisenbahntunnel der Welt wird dem Mittelrheintal ca. 50% mehr Güterverkehr bescheren. Der ganze Krach, die Ohren tun weh. Am Abend hört man nur noch die Geräusche hier. Bis man erstmal daheim abgeschaltet hat, dauert. Sie sehen ja, es gibt hier noch nicht mal irgendeine Lärmschutzmaßnahme. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ist auch eigentlich rechtlich gar nicht zulässig, wenn es nicht ein Staatsbetrieb wäre. Ein normaler Gewerbebetrieb müsste es in Betrieb einstellen. Und dann halten die hier an und gehen in die Eisen, dass die Leute bald von der Stühle fallen hier.